Das Beste aus Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Der Kaiser, der Franz, der Beckenbauer wird heute 75 Jahre jung, ein Dreivierteljahrhundert. Glückwunsch. Warum heißt der Kaiser eigentlich Kaiser? Ich dachte immer, das wäre, weil er so kaiserlich majestätisch gespielt hat. Ja. Hat aber nichts damit zu tun. Sondern? Weil man bei einem Freundschaftsspiel vom FC Bayern 68 in Wien hat ein Fotograf Franz Beckenbauer neben eine Büste von Kaiser Franz gestellt und dann in der Zeitung unter das Bild geschrieben, Kaiser Franz neben Fußball-Kaiser Franz. Ja, so schnell hast du deinen Spitznamen weg. Ja, gut. Sicherlich. Alles Gute. Ja. FFH, das Wetter. Der Tag wird sonnig und schön. Es sind kaum Wolken unterwegs bei 20 bis 28 Grad. Der Trend, es bleibt warm. Morgen viel Sonne, wenige Wolken bei 22 bis 28 Grad. Sonntag und Montag bleibt's schön. Es wird sogar noch etwas wärmer. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Hessen. Ich wundere mich eigentlich, dass du gestern Andreas Kohl nicht dabei hattest als FFH-Reporter. Das ist eine sehr, sehr blutige Angelegenheit, in die Frau Nestle heute verwickelt ist. Und ich wundere mich, dass unser WhatsApp-Handy nicht abgestürzt ist gestern, weil sich wahnsinnig viele gemeldet haben und haben den Wunsch von Lorena Hans gefeiert. Die 20-jährige ist Studentin aus der Rhön, hat sich bei Wünsch dir was, dann kriegst du das, einen Aufruf zum Blutspenden gewünscht. Ja. Das war eine tolle Aktion von der jungen Frau, schreibt zum Beispiel Petra Öl aus Ginsheim. Ich werde auch beim Blutspenden mitmachen. Also auch einfach mal der Wunsch an sich, finde ich schon mal. Mhm. Also das könnte ich heute noch feiern. Und wie sowas eigentlich abläuft, das hören wir jetzt von unserer Blutspende-Expertin Julia Nestle. Ich glaube, jetzt nur noch 49 Mal spenden und du stehst in der Zeitung. Verdiente Blutspenderin geehrt. Siehste? Ja, du bist gestern direkt nach der Show auch zum Blutspenden gefahren. Es war ihr erstes Mal und wir hören mal, wie das abgelaufen ist. Jetzt haben wir uns gerade schon mal dafür entschieden, dass ich besser liege als sitze, auf jeden Fall. Ansonsten, Eberhard Beck hier vom Blutspendedienst, gibt es irgendwas, was Sie jetzt einem Schisser wie mir noch empfehlen können? Ja, guten Mut mitbringen. was kann man tun, damit man es gut verträgt vor der Spende? Ausreichend alkoholfrei trinken, eher ein Liter mehr, wie man gewöhnt ist. Und bitte nicht nüchtern kommen, man soll schon zumindest morgens gefrühstückt haben und den Tag über von der Blutspende ganz normal leben. Jetzt habe ich auch so einen gelben Quietscheball mit einem Smiley drauf in die Hand bekommen, den ich gleich ein bisschen drücken kann. Okay, und man merkt tatsächlich ja auch jetzt eigentlich gar nicht, dass es schon losgeht, gell? Also ich gucke ja jetzt nicht hin, das ist auf jeden Fall mir auch empfohlen worden, aber es läuft bei mir, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes, Herr Weg. Es läuft gut. Es ist rot, wie wir es erwartet haben. Sie haben gerade schon gesagt, dass ich mich hinterher gut fühlen werde. Also wahrscheinlich nicht unmittelbar danach, aber dann. Warum ist denn Blutspenden so gut für den Körper? Naja, das empfindet jeder individuell anders. Viele Spender sagen, sie fühlen sich hinterher tatsächlich leistungsfähiger in den nächsten Tagen. Die Organe werden besser durchblutet. Deshalb sagen viele, ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Das ist das eine. Und dann auch dieses Gefühl, das werden Sie auch merken, Sie haben es getan. Und nachher haben Sie auch noch das tolle Gefühl, jemand geholfen zu haben. Unersetzbar. Und? Ich kann Bäume ausreißen heute, Johannes. Ja, echt? Mach dich auf einiges gefasst, du, die nächsten Tage. Übrigens, falls Sie sich fragen, wieso der Herr Weg sagt, man soll alkoholfrei viel trinken, aber bitte nicht nüchtern kommen, er meint essen. Also Sie sollten was gegessen haben. So. Außerdem hat Herr Weg noch angerufen gestern Nachmittag, bei denen bricht die Hotline auch gerade zusammen, was toll ist. Alle wollen Termine. Dankeschön an Sie alle für Ihr Blut. Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, wenn es einen ungeordneten Brexit gibt, müssen wir dann eigentlich alle englischen Wörter zurückgeben? Egal wie doof dein Gegenüber ist, gegenüber von Calais ist Dover. Lass gut sein, Anke. Wer sich zu viel den Kopf zerbricht, ist irgendwann nicht mehr ganz dicht. Ich fänd's jedenfalls schade, wenn ich das englische Wort für Hundewelpe nicht mehr benutzen darf. Und zwar? Babybell? Oh. Was denn? Einmal die vier und ich hab eine Frage zu Ihrer Speisekarte. Was ist ein heißer Hund mit einer anrufenden Zwiebel? Hotdog und Onion Rings? Sie benutzt wegen dem nahen Brexit sicherheitshalber keine englischen Wörter mehr. Dann bitte noch eine Batterie für meine Blauzahn-Kopfgarnitur. Was?
Bluetooth-Headset. Das englische Wort dafür fand ich eh immer unkühl. Also Großbritannien hat durch Corona übrigens den größten wirtschaftlichen Schaden innerhalb von Europa erlitten. Noch vor Spanien und Italien. Stefan, es ist jedenfalls nicht so leicht, alles Englische aus unserer Sprache zu streichen. Da siehst du mal, wie ich mich hier als Kunde jeden Tag fühle. Wieso? Mir fehlen die Worte. Macht 24 Pfund, sammeln Sie Earl Grey Punkte, haben Sie eine After Eight Card oder sind Sie im Mr. Bean Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Falls Sie beruflich eine neue Herausforderung suchen in der Gastronomie, dann werden Sie doch Hüttenwirt, würde ich an dieser Stelle mal vorschlagen. Sie müssen gar nicht umziehen ins Hochgebirge dafür. In der schönen Rhön ist ein Job frei. Auf der Enzianhütte, die ist wirklich Kult, nicht nur in Hilda ist Dietges, sondern natürlich auch drumherum, gell? Ja, und es ist ja fast wie Hochgebirge da in der Rhön. Immerhin 760 Meter Höhe. In Hessen geht das als Hochgebirge durch, also... Ja. Der bisherige Hüttenwirt, der Schosch und seine Frau, die Birgit, die hören auf nach über 30 Jahren in dieser Kulthütte. Und die Enzianhütte hat tatsächlich eine Fangemeinde. Selbst Julia Nestle war schon da. Mit der Schule, ja. Aber das ist natürlich tatsächlich, keine Ahnung, 8 oder 9 Jahre her, als ich da mit der Schule war. Dann wird es halt vielleicht demnächst als Pächterin, als Zenzi von der Enzianhütte. Ja, du kriegst, Brotzeit kriegst du, Hüttenpfanne, Erhaxen, gell? Und wenn du erst am nächsten Tag wieder runter absteigen willst, gibt auch ein Bett für die Nacht. Also richtig, richtig schön. Also der Schosch sucht einen Nachfolger für die Enzianhütte, damit es da weitergeht. Ich glaube, wichtigstes Einstellungskriterium, dass du einen zünftigen Namen hast. Ne? Also so wie Schosch halt. Ja, ob du da stimmt. als Julia, also Marvin oder so. Das Johannes. Nee. Obwohl, der Hannes. Der Hannes. Das wird fast Hannes gehen. Hannes und Julia von der Enzianhütte. Guten Morgen Hessen. Mit Julia Nestle, Daniel Fischer und Johannes Scherer.